Während die Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung mit dem 31. Oktober abläuft, haben Immobilieneigentümer durch eine Verlängerung der Abgabefrist jetzt bis Ende Januar 2023 Zeit, ihre Grundsteuererklärung einzureichen. Viele verzweifeln noch an dem komplizierten Verfahren, da erhalten andere schon die ersten Steuerbescheide vom Finanzamt. Wir verraten, wie du die größten Fehler der Grundsteuererklärung vermeidest und, wenn nötig, nachträglich auch korrigieren kannst. Während die Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung mit dem 31. Oktober abläuft, haben Immobilieneigentümer durch eine Verlängerung der Abgabefrist jetzt bis Ende Januar 2023 Zeit, um ihre Grundsteuererklärung beim Finanzamt einzureichen. Das war im Übrigen auch dringend notwendig, denn bisher sind gerade mal knapp ein Drittel aller Betroffenen dieser Pflicht überhaupt nachgekommen. Doch warum ist das so? Liegt es etwa daran, dass zwei Dritteln der Betroffenen die Grundsteuererklärung völlig egal ist? Sicher nicht. Vielen ist das seit diesem Jahr neue Verfahren einfach viel zu kompliziert. Denn die Grundsteuererklärung ist ein wahres Bürokratiemonster und besonders über die Plattform Elster alles andere als leicht zu erledigen. Daten, die die Behörden bereits haben, wie etwa Bodenrichtwerte oder Grundbuchdaten, können nicht übernommen werden und müssen durch die Eigentümer erst selbst beschafft werden. Die Datenabfrage folgt in Elster außerdem keiner Nutzerlogik, sondern eher einer Bürokratenlogik. Dadurch sind die Ausfüllanleitungen in Elster auch wenig hilfreich. Das ist gefährlich, denn im schlimmsten Fall droht euch sogar ein hoher Steuerschaden. Wer beispielsweise bei den Flächenangaben nicht sorgfältig ist und aus Versehen zu viel Wohnfläche angibt, wird mit einer zu hohen Grundsteuer belastet. Viele wissen nicht, dass bestimmte Räume gar nicht zur Wohnfläche hinzugerechnet werden müssen. Zum Beispiel Kellerräume, Dachböden und Abstellräume außerhalb der Wohnung. Außerdem werden die Grundflächen von Räumen oder Raumteilen mit einer Deckenhöhe von weniger als 2 Metern nur zur Hälfte angerechnet. Bei einer Deckenhöhe von weniger als 1 Meter muss die Grundfläche überhaupt nicht dazu gerechnet werden. Besonders häufig kommt es bei Gebäuden mit Dachschrägen oder bei Fachwerkhäusern vor. Und auch Balkone stellen einen Sonderfall dar und werden in der Regel nur zu einem Viertel angerechnet. Eine weitere Fehlerquelle stellt die Abfrage nach dem Jahr einer möglichen Kernsanierung dar. Hier kann schnell mal die Modernisierung mit einer Kernsanierung verwechselt werden. Eine Kernsanierung liegt vor, wenn das Gebäude in einen Zustand versetzt wird, der nahezu dem Zustand eines neuen Gebäudes entspricht. Es reicht also nicht, wenn das Haus oder die Wohnung lediglich modernisiert wurde. Also wenn beispielsweise eine neue Heizung, neue Fenster oder neue Bäder eingebaut wurden. Auch der Rohbau des Gebäudes muss mindestens teilweise erneuert worden sein, was bedeutet, dass das Gebäude bis auf die tragende Substanz zurückgebaut wurde. Doch warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Also bei einer Kernsanierung unterstellt das Finanzamt, anders als bei einer Modernisierung, eine Verlängerung der rechnerischen Restnutzungsdauer des Gebäudes und somit einen höheren Grundsteuerwert, wodurch sich im Ergebnis auch eine höhere Grundsteuer ergibt. Vertauscht man also diese Begriffe, so läuft man unbewusst in eine Kostenfalle. Aus Fehlern lernt man, mag sein. Besser aber, du machst erst gar keine. Deshalb haben Gansel Rechtsanwälte und HSB-Steuerberater mit LAMA ein Tool für die Grundsteuererklärung entwickelt, das dich Schritt für Schritt sicher durch die Erklärung führt. LAMA bietet auch einen kostenfreien Rechner, mit dem du die richtige Wohn- und Nutzfläche für deine Immobilie ermitteln kannst. Weitere Infos zu LAMA findest du unter www.lama.immo oder über den Link in der Videobeschreibung. Und wenn du deine Grundsteuererklärung überhaupt nicht selbst erstellen möchtest, dann kannst du den Rundum-Service von Gansel Rechtsanwälte nutzen. Du übermittelst uns deine Unterlagen per Upload oder mit der Post und unsere Experten kümmern sich zum Festpreis um die rechtssichere Erstellung deiner Erklärung. Mehr Informationen zu diesem Premium-Service haben wir ebenfalls unten in diesem Video verlinkt. Du hast deine Grundsteuererklärung bereits abgegeben? Ja, kein Problem. Auch nachträglich lassen sich fehlerhafte Angaben noch korrigieren. Wichtig ist jedoch, dass du rechtzeitig reagierst. Denn auf der Grundlage der von dir übermittelten Daten erlässt das Finanzamt einen sogenannten Grundsteuerwertbescheid. Dieser Bescheid ist die Grundlage für den eigentlichen Grundsteuerbescheid, den du voraussichtlich aber erst in 2024 bekommen wirst. Achtung! Warte nicht erst auf die Zahlungsaufforderung für die neue Grundsteuer, denn dann ist es bereits zu spät. Reagierst du nicht oder nicht rechtzeitig auf den ersten Brief des Finanzamts, den Grundsteuerwertbescheid, dann wird er bestandskräftig. Das bedeutet, dass der Grundsteuerwert
Grundsteuerwert, also der Wert deiner Immobilie, der für die Bemessung der neuen Grundsteuer relevant ist, für die nächsten 7 Jahre festgesetzt wird. Für den Grundsteuerwertbescheid gelten die gleichen Regeln wie für andere Steuerbescheide auch. Das heißt, dass du bei Fehlern, die du entdeckst, innerhalb eines Monats Einspruch einlegen kannst, um den Bescheid korrigieren zu lassen. Weitere Informationen zum Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid sowie eine kostenlose Vorlage haben wir dir unter diesem Video verlinkt. Wir wünschen allen Immobilieneigentümern, die die Grundsteuererklärung noch vor sich haben, jetzt viel Erfolg. Und all denjenigen, die die Erklärung bereits abgegeben haben, empfehlen wir eine rechtzeitige Prüfung der Angaben des Grundsteuerwertbescheids.